Ich begrüße euch ganz herzlich, all die heute da sind. Ich muss mich jetzt mal vorbereiten. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, okay, es ist warm hier. Ist erlaubt, ja, ne? Ja, schön, dass ihr da seid. Diejenigen, die vielleicht das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Manuel, herzlich willkommen, das ist mein Arbeitskollege, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Der wollte unbedingt zuhören, was ich so zu sagen habe. Also, es ist nicht so einfach für mich heute, okay? Also betet mal für mich. Innerlich, nicht zu laut. Super. Ich möchte aber auch etwas beten, okay? Bevor wir anfangen. Lieber Heiliger Geist, ich bitte, dass du mich jetzt begleitest in diese Predigt, Herr, dass du mir einfach gute... Ja, Gedanken, du hast mir schon gegeben, ich bitte einfach, diese Gedanken ausdrucksvoll bringen kann, Herr, dass all das verstehen können, Herr, und dass es wirklich fruchtet, auf guten Boden fällt, ja, und guten Frucht bringt. Amen. So. Also, ich hatte echt vor dieser Predigt Schwierigkeiten gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte so viele Gedanken im Kopf, ich wusste nicht, wie die alle einordnen kann. Diejenigen, die predigen, die wissen wahrscheinlich so, dass man so viele Sachen hat und man muss sie so einordnen, dass man selber weiß ja, worum es geht, aber dass ihr das versteht, das ist meine Aufgabe, ja, deutlich zu machen. Das ist manchmal nicht einfach. Darum bin ich auf Heiligen Geist angewiesen. Und ihr wisst, dass Heiligen Geist da ist, stimmt's? Amen. So. Gut. Ich fange damit an, dass ihr wisst ja, dass ich... Bibelunterricht machen, ne? Mit so 12 bis 13-Jährigen bei uns in den Gemeinden, Jungs und Mädels. Und unser Sohn Kevin ist auch 14 Jahre alt, ist ja auch dabei. Und manchmal stehe ich, was heißt manchmal, ziemlich oft stehe ich vor einem Problem. Und zwar denke ich, wie kann ich diesen Kindern Gottes Wort, ja, und Persönlichkeit von Gott selbst so zu vermitteln, dass ich sie dafür begeistern kann. Versteht ihr? Also diejenigen, die Kinder haben, die verstehen mich wahrscheinlich. Und die vielleicht Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, die an Gott nicht glauben, die verstehen mich wahrscheinlich jetzt. Man möchte das, was im Herzen ist, man möchte das, was man kennt, deutlich zu machen und man stürzt an eigene Grenzen. Ne? Man möchte explodieren, man möchte zeigen und du weißt, du bist total auf Gott angewiesen. Wenn Gott dann nicht dabei ist, wenn Gott Menschen nicht öffnet, kriegst du das nicht hin. Okay? Aber wenn wir es hinkriegen, dass unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Bekannten, ja, Jesus so weiterzugeben, wie er ist, dann haben wir einen Durchbruch. Dann werden wir Durchbruch erleben, weil Jesus, also zu seiner Zeit, als er auf dieser Erde war, gab es für ihn keine Schwierigkeit zu zeigen, wer er ist. Ne? Leute wussten, wer er ist. Und das ist unsere Aufgabe. Und mein Thema heute ist, so sein wie Jesus. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Bestreben, das ist unser, mein Herzangelegenheit, das ist meines Herzens Angelegenheit. Und das ist nicht einfach. Ja? Wir leben in einer zerfallenen Welt, wir leben in Welt voller Sünde und man wird jeden Tag auf neue herausgefordert. Aber nichtsdestotrotz, es ist unsere Aufgabe. Ja, Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 11,1: Seid meine Nachahmer gleich, wie ich Nachahmer des Christus bin. So, und das ist das, was sehr herausfordernd ist. Was, muss ich zugeben, nicht einfach ist und nichtsdestotrotz wollen wir dranbleiben. Wir wollen so wie Jesus Christus werden, okay? Und darum werde ich heute predigen. Ich werde ein paar Sachen, die ich ausgearbeitet habe, die mich wichtig sind, mit euch mitteilen. Und wenn du vielleicht heute das erste Mal hier bist, wenn du nie von Jesus gehört hast oder viel von Jesus gehört hast, ich kann dir sagen, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Okay? Jesus war im Himmel. Als Gottes Sohn, der hatte es nicht nötig, auf diese Erde zu kommen. Er hatte es nicht nötig, hier ca. 33 Jahre zu leben, für uns zu leiden, ja, in diesem menschlichen Körper, die
schwitzt und Hitze und was nicht. Der hat alles gehabt im Himmel. Der hat es nicht nötig. Aber weil er uns so geliebt hat, hat er Himmel verlassen, hergekommen, für uns gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechte des Vaters und möchte, dass wir auch dabei sind. Und nicht nur wir, die heute hier sind, sondern die ganze Welt. Ne? Jesus ist für die ganze Welt gestorben, für jeden Einzelnen. Der hat niemanden ausgelassen. Okay? Und das möchte er. Deswegen waren wir gestern auf der Straße. Das macht, es füllt einem richtig auf, wenn du Jesus von, jeden Menschen von Jesus erzählst. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere erste Priorität. Wir sollen die Welt gehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Gut, zurück zu meiner Botschaft jetzt. Habt ihr schon mal mit Menschen gesprochen, die keine Kirche besuchen, als sie gläubig nennen? Bestimmt, ne? Habt ihr bestimmt mit denen gesprochen, gefragt, warum wollt ihr denn nicht zur Kirche gehen? Ach, ich nehme bei Beispiele, die man so hört. Oder möchte jemand sagen, warum? Okay. Also, ganz, ganz viel hier in Deutschland vor allem, hörst du gleich, die wollen nur mein Geld. Ich gehe nicht in die Kirche, weil die nur mein Geld wollen. All die da oben, die profitieren von meinem Geld, die wollen nur mein Geld haben. Ich will mit Kirche nichts zu tun haben. So. Die anderen sagen, ich gehe nicht zur Kirche, weil die Kirche heutzutage nichts mit Gott zu tun hat. Gar nichts. Das ist nur Menschen und geht wieder in die Richtung, die wollen nur mich ausnutzen und so. Ja. Die anderen sagen, Kirche, das sind nur Heuchler. Die heucheln nur. Wirklichkeit, ja. Glauben vielleicht gar nicht an Gott und ja, die wollen wiederum profitieren. Ne? Das sind nur einige Vorurteile, die wir so hören. Und wenn du das hörst und man weiß, dass es auch oft die Wahrheit ist, ne? Dass Kirche so einen Ruf hat, das macht einen traurig, weil die Kirche und Gott, man verbindet Kirche mit Gott und das ist natürlich auch richtig so. Ja? Aber was mich traurig macht, dass Menschen immer noch so diese Abneigung Gott gegenüber haben, weil sie von Menschen enttäuscht sind. Wir sagen, diejenigen, die Gott lieben, die Gott kennengelernt haben, dass Gott Menschen nicht enttäuscht. Ja? Menschen enttäuschen. Ich kann jedem enttäuschen. Ich kann Manuel enttäuschen, ja, auf der Arbeit. Ich kann Fehler machen. Aber Gott macht keine Fehler. Und Gott liebt die Menschen. Und Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass keiner verloren geht. Das ist unser Gott. Ja? Und wie authentisch wir unser Leben leben, wie authentisch wir Gott repräsentieren, hängt davon ab, wie viel Erfolg wir in diesen Menschen in dieser Welt haben. Wie wir Menschen von Christen erzählen können. Das ist unsere Aufgabe. Schaut mal, wir waren ja gestern auf die Straße, ne? Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und wir haben gemerkt, das größte Teil, wahrscheinlich so 80%, 90% Leute, die lassen für sich beten. Ja? Und die hören auch gerne zu. Es ist nicht so, dass Menschen geschlossen sind. Vielleicht sind wir geschlossen. Daran liegt es, dass wir nicht bereit sind, nach draußen gehen. Weil es ist eine Herausforderung. Wir müssen unsere bequeme Zone verlassen. Wir müssen auf die Straße gehen und sagen, ich bin ein Christ. Ich glaube an Jesus. Ja, und beim ersten Mal ist es sehr schwierig, sich zu überwinden. Aber was haben wir zu verbergen? Wieso können irgendwelche Nazis und Rechten auf die Straße gehen und sich nicht schämen? Weil wir als Christen, die Jesus lieb haben, schämen uns. Warum? Wir haben größten Vater überhaupt. Ne? Es gibt keinen größer als unser Gott. Das ist unser Papa, das ist unser Vater. Ja, alles gehört ihm. Wir sind in seiner Hand. Und jeder Mensch, egal ob an Gott glaubt oder nicht, wird eines Tages sich vor Gott niederbeugen. Ja, und wir brauchen uns für unser Gott nicht zu schämen. Okay? Amen. So, das war der Anfang jetzt. Jetzt geht's los, richtig. So, jetzt meine Frage. Was hast du für Erwartungen gehabt heute, als du in diesen Gottesdienst gingst? Was hast du erwartet heute? Warum bist du da? Wenn ich zur Arbeit gehe, weißt du, warum ich zur Arbeit gehe. Ja? Ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss meine Familie ernähren und so. Ne? Das macht natürlich Spaß, aber warum bist du heute hier? Warum bist du gekommen? Hast du eine Erwartung von Gott? Ich denke schon, ne? Weil sonst bei der Hitze, ja, heute sind auch nicht viele da, aber bei der Hitze kann man vielleicht lieber, ach, hier an den See, schön baden und so. Ne?
Das ist schon normal, sag mal, ich opfere was, ne? Aber das stimmt nicht. Wir lieben doch Jesus und das macht uns Spaß, mit Gott Gemeinschaft zu haben und mit unseren Geschwistern. Ne? Und deswegen sind wir gerne hier. Gut. Wir hören ganz oft, dass unser Geist oder unser Körper richtig ernährt werden soll. Wir achten auf gute Ernährung, ja? So. Und genauso wie unser Körper müssen wir für unseren Geist achten, dass unser Geist richtige Ernährung hat. Und ich habe 4 Schritte und der erste Schritt wird sein, achte auf deine geistliche Ernährung. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist viel wichtiger, als wenn du auf deinen Körper achtest. Weil der Körper, egal wer du achtest, ich weiß nicht, wer von euch hier 130 Jahre alt wird irgendwann, egal wie sehr du auf deinen Körper achtest, egal wie sehr du Fitness machst und dich auf deine Ernährung achtest, ja, mit 130 Jahren, glaube ich, sehe ich keine mehr hier. Ich wahrscheinlich auch nicht mehr da. Das heißt, egal was du machst, irgendwann wirst du von dieser Erde fort. Wenn du auf deine geistige Ernährung achtest, ja, steht hier, die Bibel, das ist unsere Ernährung, wirst du leben in Ewigkeit. Also allein das zeigt uns schon, dass es viel, 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 viel wichtiger ist, sich von diesem Wort zu ernähren. Okay? So, ich möchte euch etwas zeigen. Das ist eine Zentrale. Ja, ich muss mein Mikro, glaube ich, zur Seite legen kurz. Oder Richard. Richard, weißt du was? Richard, kannst du mit Zitrone schneiden? Das wäre doch ganz nett. Und eine kleine Scheibe machen draus. Guck mal, das Brettchen liegt, Messer liegt hier. Ja. So, während Richard Zitrone schneidet, halte ich eine Scheibe, ja. Saftig, ne? Messer ist stumpf, ne? So, vielen Dank. So. Das ist eine Zitrone. So. Ich mache noch was. So, habe es probiert. Könnt ihr nachempfinden, was ich empfunden habe eben? Habt ihr Geschmack im Mund? Ja. Interessant, ne? Wie Gott uns geschaffen hat. Wir wissen genau, wenn wir etwas gegessen haben, dann wissen wir genau, wie es schmeckt. Das heißt, wenn ich euch jetzt sage, oder zeige ich, oder stelle mir hin und werde ganz leckeren Steak essen, der sieht ganz gut aus. Die Farbe, Geruch, passt alles. Da könnt ihr genau in eurem Mund schmecken, Geschmack des Steaks, ne? Oder eine Birne oder eine Banane. Egal was, ihr werdet es in eurem Mund schmecken. So, und jetzt habe ich die eigentliche Frage an euch. Wie schmeckt euch die geistliche Speise? Wie kann man das beschreiben? Ha? Ja, da gibt es Experten dabei. Ist gut. Also, es gibt Bibelstellen in der Bibel, in Gottes Wort, die nicht immer lecker schmecken und trotzdem sehr wichtig sind. Ja? Es gibt Bibelstellen über Vergebung. Du sollst deinen Nächsten vergeben. Auch wenn er 7x, 70x zu dir kommt, sollst du ihn vergeben. Das schmeckt nicht immer. Glaub mir, es gibt Leute, die denkst du, oh, musst du vergeben. Das schmeckt nicht, musst du trotzdem essen. Okay? Oder du sollst deinen Feind lieben. Schmeckt das? Das schmeckt nicht. Müssen wir trotzdem essen. Das gehört zur geistigen Speise. Es gibt so viele Bibelstellen hier. Es ist leicht, Bibelstellen zu sagen, Gott liebt dich, steht in der Bibel. Gott liebt mich. Gott vergibt meine Sünden. Gott hat eine starke Berufung auf mich gelegt. Ne? Das ist so, das sind starke Bibelstellen, die wichtig sind. Aber die Bibelstellen, die uns nicht so schmecken, sind nicht weniger wichtig. Sogar wichtiger, weil die unser Charakter verändern. Die verändern unser Charakter, die verändern unser Leben. Die machen uns anders. Die machen uns fähig, so zu sein wie Jesus. Das ist Thema meiner Predigt. Ne? So sein wie Jesus. So, das heißt, unser Geschmack ist auf, oder unsere 5 Sinne kennt ihr ja wahrscheinlich. Ne? Wie schmecken,
wir fühlen, wir riechen, wir hören, wir sehen. Das sind so wichtige Sachen, die auch mit Zitrone verbunden sind zum Beispiel. Ne? Man kann auch Apfel, manche Leute können so Apfel so kauen, so, da hörst du schon allein die Knacken, da sammelt sich alles im Mund zusammen. Dann, da, man kann auch durch Geräusch empfinden, genau wie gut der Apfel ist. Ne? Also Gott hat uns schon wunderbar gemacht. Die Bibel sagt uns in Jeremia 15, 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Jeremia 15, 16. Und Jesus sagt selber, Matthäus 4, 4, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wir glauben, dass die Bibel von vorne bis hinten, von 1. Mose bis Offenbarung, Gottes Wort ist. Und wir glauben, dass das, was Jesus hier gesagt hat, dass jedes Wort, jeden Wort hier, ja, unsere Nahrung ist. Es ist so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und lesen, weil das verändert uns. Diese Speise ist wichtiger als unsere körperliche Speise. Also von daher, heute ist im Prinzip, wenn wir zu Hause tagtäglich Gottes Wort lesen, das ist unsere ganz normale Ernährung, okay? Wir ernähren uns ganz normal, es ist normal. Und wenn wir heute zum Gottesdienst kommen, das ist ein Festmahl soll für uns werden, stimmt? Ein richtiges Festmahl, wo wir richtig uns freuen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir über Gottes Wort reden können, stimmt's? Also freut ihr euch? Ja. Amen, super. Gut. Wisst ihr, was noch interessant ist? Dass in dieser Welt, die, also am besten, wenn ihr darüber mit Jugendlichen spricht und mit Kindern, die so ab 12, 13, die beliebtesten Filme in dieser Welt sind Superman, Batman, was gibt's da noch? Spider-Man und. Alle so Männer, Men, die Wunder tun, die im Prinzip Superkräfte haben, um anderen Menschen zu helfen. Okay? Warum sage ich das? Durch Gottes Wort. Gottes Wort macht uns fähig, übernatürlich zu sein. Diese Welt braucht das. Wir haben gestern auf der Straße, und da habe ich gesagt, ein Gedanke schon mitgeteilt, würde ich auch gerne mit euch teilen. Wir gehen auf die Straße, um Menschen zu erzählen. Wir sprechen Menschen an. Wenn wir Evangelien lesen über Jesus Christus, gibt es nur ganz, ganz zwei, drei Bibelstellen, wo es steht, dass Jesus hinausgegangen, zum Beispiel zum einem Kranken, einem Bethsaida da, ja, oder zum Besessenen da extra hingefahren auf anderen See und so. Menschen liefen hinterher. Die Menschen liefen Jesus hinterher. Der musste sich sogar verstecken und wollte in Ruhe haben. Warum? Weil Gott durch Jesus Wunder tat. Gott hat durch Jesus Menschen geheilt. Gott hat durch Jesus Menschen wiederhergestellt. Menschen waren begeistert von seiner Lehre. Dann hat, steht in der Bibel, der hat gelehrt nicht wie Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern hat gelehrt wirklich mit Kraft. Und das haben Menschen gespürt. Weil er kam Kraft. Durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, den Jesus lebte. Ja? Und diese Waffen, sagen wir mal so, diese Möglichkeit haben wir auch. Ja? Deswegen gibt es Männer Gottes, die heute so viel wirken auch. Weil sie sich wirklich in Gottes Wort vertiefen und sich Gottes Wort ausliefern und Gott selbst, den Heiligen Geist. Ja? Und wenn Gott, wenn hier Menschen hören würden, dass hier in der Gemeinde Menschen, die kranke Menschen, für die gebetet wurde, gesund werden, dann ist es leicht für uns, nach der Straße zu gehen einmal und dann kommen Menschen von alleine. Okay? Gut. Das war der Schritt Nummer 1. Also, wir sollen auf unser Essen achten. Und wirklich, wie ernährt ihr euch eigentlich? Frühstück gibt's, ne? Gibt's Frühstück? Ganz lecker bei dem Wetter draußen, stimmt's? Auf der Terrasse sitzen. Frühstück. Dann gibt's Mittagessen. Ja? Dann gibt's Abendbrot. Ja, und dann gibt's noch zwischendurch noch, man, da war Süßes, man, da war Süßes. Kenne ich so Leute, ne? Kennt ihr das? Ich kenne einige so, die gerne Süßigkeit machen, mal Nüsse. So. Jetzt mal übertragen wieder auf Geistliche. Wie oft lesen Sie die Bibel? Lesen Sie morgen früh die Bibel, lesen Sie Mittag die Bibel oder proklamieren wir Gottes Wort? Weil ich habe das erlebt, wieder durch Proklamation
verändert sich unser Leben. Ja? Leider muss ich sagen, wir tun es immer noch zu wenig. Und denke, wenn wir uns wirklich durchtränken mit Gottes Wort, ne, da werden wirklich Zeichen, Wunder geschehen. Ist möglich. Amen? Gut. Schritt Nummer 2. Achte auf dein Denken. Denken ist sehr, sehr wichtig. Es gibt eine Bibelschriftstelle, habe ich schon davon gesagt, die uns nicht so schmecken, die nicht unbedingt die Bibelstellen sind, auf die wir stark fixiert sind, trotzdem sind die wichtig. Eine Bibelstelle möchte ich jetzt vorlesen. Das haben wir vor einigen Jahren in der Gemeinde, noch als wir in Hemmeling da waren, auswendig gelernt. Und das lese ich jetzt aus 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Eine heftige Stelle, ne? Oder? Gibt es auch wenige Predigten darüber. Habe ich so nachgedacht, konnte mich nicht so erinnern, richtig? Weil diese Stelle wirft viele Fragen auf. Und trotzdem steht es in Gottes Wort. Was bedeutet das? Soll ich jetzt Welt hassen? Soll ich aus der Welt rausgehen? Es gibt Leute, die das wörtlich nehmen und gehen ins Kloster, damit die bloß mit Augen nichts sehen, mit Ohren nichts hören. Mönche, dazu hat uns Jesus nicht berufen. Jesus hat gesagt, geht in die Welt, ne? Und verkündigt jede Kreatur. Das heißt, unsere Aufgabe ist nicht, uns zu verstecken, sondern rauszugehen. Und wenn Jesus uns groß genug ist, wird uns diese ganze Sache, die Welt sind, nichts antun. Ja, denn der in uns ist, steht in der Bibel auch, ist größer als der in der Welt ist. Also sind wir geschützt. Ja, die Kraft von innen vertreibt alles, was draußen ist. Amen. So. Also ich habe mit diesem Bibelstelle mich auseinandergesetzt. Und denke mal, in erster Linie betrifft das unser Denken. Gerade in unserer Zeit heute ist so wichtig, dass wir nicht gegen den Willen Gottes handeln. Genau das, wenn wir letzte Worte hier lesen, steht, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es geht wirklich, dass wir Willen Gottes tun. Ja, dann sind die ganzen Dinge, die Welt, die ganze Verlockung dieser Welt, werden für uns irrelevant sein. Und das können wir erreichen, indem wir unser Denken verändern. Und unser Denken wieder mal können wir nur durch Gottes Wort verändern, wieder mal. Wieder mal Gottes Wort, wir können leben, wie wir wollen beste Christen sein. Wenn wir uns mit Gottes Wort nicht beschäftigen, werden wir unser Leben, ja, Katastrophen kamen, ne? Katastrophen über Katastrophen, Schiffbruch, Krankheiten, alles Mögliche, wenn wir nicht uns auf Gottes Wort stellen. Es erfordert Disziplin, ja, es erfordert Disziplin, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Aber heutzutage, obwohl wir in einem Land leben, wo man sagt, es ist so schwer geworden, so viel Versuchung und sowas, gab es aber nie so viel Technik wie heute. Du brauchst nur MP3 anmachen oder was nicht heute gibt, und kannst Hörbücher hören, Hörbibel hören, du kannst auf der Arbeit hören, du kannst im Auto hören. Es sind alle Möglichkeiten da. Das heißt, keiner kann irgendwann vor Gott stehen und sagen, du, ich hatte keine Zeit, die Bibel zu lesen. Wenn du keine Zeit zur Bibel lesen hast, kannst du anmachen und hören. Weil wenn du auf der Arbeit bist, wenn du im Auto bist, wenn du in der Küche arbeitest, gibt es alle Möglichkeiten. Ja? Ich habe gehört von einem Evangelisten aus Australien, ist Tansanien da. Da hat eine Botschaft über Krankheiten und ja, über Heilung gebracht. Und eine Frau kam zu ihm und wollte, dass er für sie betet. Und die war verkrümmt, ganz stark. Und Ärzte, war so irgendwie ganz stark Krankheit, Nervenkrankheit. Die Ärzte haben nie so viel gegeben. Die sollte bald sterben, ne? Also, und da hat er gesagt, ich habe mal keine Zeit, weil Gottes zu Ende war. Aber hier nehme ich Botschaft. Ich habe Botschaft für dich auf MP3 war das oder ein Disk. Da hat sie mitgenommen. Und kurz später hat er von ihr, glaube ich, selbst gehört, dass sie in der Küche am Kartoffelschälen gewesen ist, einfach Kartoffel geschält, und diese Botschaft angemacht hat. Und während die diese Botschaft gehört hat,
Er kam Heiligen Geist auf sie. Ja? Und ihr Rücken wurde gerade, sie wurde vollkommen gesund. Ja? So, weil sie gehört hat. Die Bibel sagt ja, Glaube kommt von Hören. Also es ist gar nicht verkehrt, dass man hört. Man muss Bibel lesen natürlich, aber hören ist auch wichtig, wenn du konzentriert hörst, was Gott so sagt. Und wie gesagt, gibt es heute Möglichkeit, tut es, bitte. Es ist gut, tut gut. Ich habe das erfahren, ich erfahre das. Ich versuche so viel wie möglich Gottes Wort zu hören, weil es echt gut ist. Amen. So, und was noch ganz, ganz wichtig ist, merke ich auch heute, durch die ganzen Medien, wir hören Nachrichten, wir schauen Nachrichten, wir sind auf der Arbeit, überall sind wir unterwegs, wir hören, was in Israel passiert, was in der Welt passiert, da und da, dass wir uns nicht danach richten, was die Medien sagen, sondern danach richten, was Gottes Wort sagt. Ganz, ganz viele Christen sind vergiftet durch die Medien, ja, und entfernen sich von der Wahrheit. In Bezug, sagen wir, besser Beispiel Israel. Es wird so viel Negatives über Israel gesagt. Wenn wir Bibel lesen, dann wissen wir, was die Wahrheit ist. Ja, und darauf uns ausrichten, was die Bibel sagt, nicht was die Medien sagen. Wir wissen, wer Medien unter Kontrolle hat. Ja, und es gibt gute Nachrichten natürlich, aber es gibt sehr viel, die Menschen beeinflussen und Menschen mit Unwahrheiten, mit Lügen vollmachen. Lass uns mal auf Gottes Wort schauen, okay? Nicht uns beeinflussen Sachen von Dingen, die in dieser Welt wichtig sind. Schritt Nummer 3, achte auf deine Vorbilder. So, alle Menschen sind beeinflussbar. Wenn du glaubst, du bist nicht beeinflussbar, dass keiner dich beeinflusst hat, stimmt nicht. Jeder Mensch von uns wird geprägt von Menschen, die uns umgeben, von unseren Eltern, ob positiv oder negativ, von unseren Geschwistern, ob positiv oder negativ, von unseren Nachbarn, von Arbeitskollegen und. Ja? Und auch von Medien sehr viel. Lass uns von Gottes Wort prägen. Ja? Lass uns Gottes Wort leben. Menschen leben als Vorbilder, die in der Bibel beschrieben sind. Okay? Das sind also gute Menschen. Ne? Ich werde euch jetzt zwei Beispiele nennen. Gibt es in der Bibel natürlich viele. Gibt es Abraham, Josef, Noah, Paulus und ganz viele. Ich möchte heute auf zwei Personen mich konzentrieren. Und erstmal werde ich positive Beispiele nennen. Und dann ein negatives Beispiel. Ne? Und zwar lese ich also mich hat das fasziniert, ich habe letzte Woche gelesen, habe Tränen in den Augen bekommen. Manchmal ist das, wenn der Heilige Geist dich ein bisschen bewegt, dann liest und weiß nicht warum, auf einmal kriegst du Tränen in den Augen, weil er so heftig ist. Ich lese aus Hebräer 11, 23 bis 31. Es geht um Mose. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt vor seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Geburt des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das sind richtig krasse Worte. Müsst ihr vorstellen, Mose lebte vor tausenden von Jahren, bevor Jesus Christus kam. Steht schon hier, dass er auf Christus gehofft hat. Und er hielt sich an Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ja, das ist ein Glauben, der, und warum habe ich Mose genommen? Mose hatte alles. Heute hört man oft, ja, wir leben so in einem reichen Land, es ist schwer, Gott nachzufolgen. Wir haben alles, so viele Versuchungen, so viele Ablenken, wir haben alles. Klar, die Menschen, ich kann das selber aus meinen Eltern sagen, vergangen, klar war früher, wenn Menschen verfolgt werden, wenn Menschen Leiden haben, gebe ich zu, man sucht Gott mehr, ne? Stimmt? Weil, ja, auf dieser Erde haben sie so nichts mehr zu suchen. Ist alles schlecht, ich werde vielleicht umgebracht, da muss ich mich auf Gott ausrichten, weil wer weiß, wer den morgen tot hat, vorgesorgt, ne? So grob zu sagen. Aber es ist wirklich so, wenn einem Menschen schlecht geht, dann suchen Leute Gott. Ja, wenn einer im Flugzeug fliegt, Atheist, wenn ein Flugzeug Turbulenzen kommt, dann fängt er zu beten.
Das ist so angelegt in uns, weil wir wissen, vielleicht sterben wir gleich. So. Mose hatte alles. Wir haben heute auch alles. Ne? Wir leben im reichen Land. Uns geht's gut. Mose hatte alles. Der hat mehr Geld als wir. Ägypten war damals Land Nummer 1 weltweit. Ne? Der war zweiter Mann, kann man sagen. Okay, zweiter vielleicht, dritte vielleicht Reihenfolge nach dem Sohn von Pharao, leiblichem. Der war Prinz von Ägypten. Der war wirklich Reichtum gehabt, Ausbildung, Bildung, militärische Ausbildung, Bildung und so. Das können wir auch sehen nachher, wenn er, als er in die Wüste gegangen ist, da kamen die Hirten, war allein Mose, der hat alle vertrieben. Das heißt, das war schon eine Persönlichkeit. Ne? Und trotzdem hat er alles verlassen, um Gott nachzufolgen. Was für ein Beispiel für uns. Ja? Der hätte alles werden können. Nein, hat er darauf verzichtet. Und warum? Hab mir Frage gestellt. Wie kann das sein? Der ist doch beim Pharao aufgewachsen. Wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir, dass als Mose ausgesetzt wurde, hat seine Schwester beobachtet und dann kam die Tochter von Pharao, hat ihn gesehen und hat er geweint und dann ist sie hingelaufen, die Schwester von Mose, und hat sie gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der ihn stillen kann, und im Prinzip hat Mose wieder mitgenommen und zur Mutter gebracht. Ne? Und Mutter, also laut so ungefähr wie die Bibellehrer sagen, zu damaligen Zeiten, Mose war ungefähr 4 bis 5 Jahre bei seiner Mutter. Innerhalb von diesen 4 bis 5 Jahren hat Mutter geschafft, diesem Kind so viel reinzulegen, so viel Glauben. Müsst ihr vorstellen, wir Christen neigen dazu oft, ach, wir sehen keine Wunder, sind wir enttäuscht und so. Die waren 400, das sind ungefähr 400 Jahre vergangen, seitdem Gott Abraham die ganze Verheißung gegeben hat. Das Volk Israel war in Ägypten versklavt. Die haben schwere Arbeiten gehabt, die haben keine Wunder gesehen. Und trotzdem hat Mutter geschafft, diesem kleinen Kind Glauben zu vermitteln. Ja? Zu erzählen, was hat Gott mal vor 400 Jahren uns versprochen hat, dass wir eines Tages hier ausziehen werden. Dass wir eines Tages in verheißen Land gehen. Ja? Dann wusste das Mose alles. Denn wir lesen nachher, als er 40 Jahre alt geworden ist, ist er rausgegangen, hat gesehen, seine Brüder verfolgt wurden, hat einen Ägypter umgebracht, weil er dachte, Gott hat ihn zu berufen. Der wusste schon seine Berufung, ne? Hat nicht richtig gehandelt. Aber es lag in seinem Herzen. Der wusste die Wahrheit. Ja? Und dann wurde er verjagt, musste weglaufen, wurde von einem Prinzen ein Hirten. Der wurde ein Hirte, musste sich demütigen. 80 Jahre wurde er, als Gott ihn berufen hat. 80 Jahre, ich weiß nicht, ob er irgendwelche Wunder gesehen hat, glaub nicht. Der hat gelebt im Glauben. Der hat gewartet. Ja? Und hat nie aufgegeben seinen Glauben. Leute, das ist Beispiel für uns. Uns geht's gut. Und wir, wenn wir irgendwelche Enttäuschungen im Leben haben, heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat. Ja? Lass uns festhalten an Jesus Christus. Lass uns festhalten an seine Verheißung. Dann Gott formt. Schaut mal, als Mose in Ägypten war, allein, dass er diesen Menschen Ägypter erschlagen hat, zeigt, dass er ein Mensch der Tat war. Der war mit Sicherheit voller, ich will nicht sagen, dass er stolz war, weiß ich nicht, aber trotzdem, ein ägyptischer Prinz, der voll, hat er schon mit Sicherheit Kraft gehabt und Vermögen, und hat er diesen Menschen umgebracht. Dann steht aber in der Bibel, wir lesen weiter irgendwann, dass er demütigste Mensch geworden ist. Also diese 80 Jahre haben ihm dazu geführt, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Vorher konnte Gott ihn nicht gebrauchen. Aber irgendwann kam er zu diesem und konnte nicht mehr reden. Er sagt, da wurde Gott hat ihm Abraham, nicht Abraham, sondern seinen Bruder Aaron als seinen Sprecher gewählt dann. So. Warum? Weil Mose auf Geschmack gekommen ist, ja? Nochmal Zitrone. Mose hat geschmeckt, wer Gott ist. Und das hat ihm gehalten, all die Jahre. Der hat nicht aufgegeben. Er ernährte sich im Prinzip auch von Worten, die seine Mutter ihm gesagt hat, über Gott und seine Wahrheit. Das gilt für uns auch. Dann habe ich ein negatives Beispiel. Ein Mensch, der auch alles haben konnte, der hat aber alles verloren. Wisst ihr, von wem ich spreche? Ich lese aus Alten Testament. Ich lese aus 1. Mose 25, 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht
da Hinschlägen haben geschrieben. Denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkaufe mir dein Erstgeburtrecht. Was ist los mit mir? Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Ich weiß nicht, warum heute mit Buch, wahrscheinlich, weil ich so viel von Buch hier spreche. Ich habe immer Buch im Mund. Amen. So ist das. Ist so. So, ich lese mal erstmal, was ich gefunden habe. In Israel war das Erstgeburtsrecht mit drei Verheißungen verbunden. Der Erstgeborene erhielt einen doppelten Anteil an Erbe des Vaters. Er beherrschte die Brüder, das heißt, sie mussten ihm gehorchen, und er war der Empfänger der Verheißung Gottes. Das ist richtig, richtig viel. Ja? Und dieser Mann, der alles hatte und haben konnte, die Zukunft lag in seinen Händen. Wegen einer Momenten, irgendwie dieser Moment, wo er Hunger hatte, hat alles verkauft, verloren. Leute, es tut mir so weh manchmal, wenn einige Christen, die Gott geschmeckt haben, verlassen Glauben, verlassen Gott, weil die irgendwas in der Welt geschmeckt haben. Das ist so traurig. Ich kann das nicht verstehen. Tut mir leid, ich kann das nicht verstehen. Weil Gott gibt uns alles. Wir haben Ewigkeit. Wir werden eines Tages im Himmel sein. Was ist diese ganze, alles, was in dieser Welt ist, kann nichts verglichen werden mit dem, was im Himmel ist erwartet. Stimmt's? Alles. Es gibt, also Jesus Christus sagt, was nützt einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele Schaden annimmt? Die ganze Welt, ganze Universum kann nichts verglichen werden mit deiner Seele, wenn die für immer verloren geht. Okay? Das ist ein negatives Beispiel. Davon sollen wir uns fernhalten. Wir sollen schätzen das, was Gott uns gegeben hat. Schätzen den Heiligen Geist, der in uns lebt. Schätzen die Wahrheit, die Gott uns offenbart hat. Und danach handeln und leben. So. Die Bibel sagt sogar in Hebräer 12, 16, dass Esau gottlos war. Ja? Der hat sich von Gott losgesagt. Okay? So. Lass uns so sein wie Mose. Lass uns bereit sein, alles aufzugeben, um Gott zu gefallen. Und so sein wie Jesus. Amen? So, Schritt Nummer 4, handle richtig. Ja, es nützt nichts, dass wir viel wissen, wenn wir nicht handeln. Jesus Christus sagt in Lukas 6, 46 bis 49, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Mensch gleich oder Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus. Brandete. Und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Sturm brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ihr wisst ja schon, worum es hier geht. Es geht nicht um Haus. Könnte natürlich sein, es geht um unser Leben. Ja? Das heißt, wenn unser Leben nicht auf dem Felsen ist Jesus Christus, nicht wenn wir auf Felsen, auf Jesus bauen, sondern auf unsere menschliche Vorstellung, vielleicht auf Menschen, ja? Wenn Sturm kommt, bricht das alles zusammen. Ich kann mich ganz gut erinnern, vor einigen Jahren war mir hier gepredigt über Anker. Könnt ihr jemand erinnern noch? Über Anker, dass unser Anker soll Jesus sein. Ja? Dann, egal was passiert, wir werden festgehalten werden. Wenn unser Anker auf Menschen gewartet, auf unsere Ehepartner, auf unsere Freund, auf unsere Eltern, wenn da was passiert, erleiden wir Schiffbruch. So einfach ist das. Und genau das sagt Jesus Christus hier. Wir sollen unser Leben auf Jesus bauen. Ja? Egal welche Stürme kommen, egal welche Verfolgung kommen, egal was Leute uns da sagen, ich habe das selber erlebt, als ich in der Sowjetarmee war und haben mir erzählt, Leute da, extra ausgebildete Politiker, also das war extra politische Akademie, um Atheisten, um mich von Gott abzubringen. Wenn der Heilige Geist in dir lebt,
Und wenn Jesus und Jesus persönlich begegnet hast, da können die erzählen, was sie wollen. Ja? Also wenn du was weißt, dann kann dich keiner davon abbringen. Da kannst du noch so viel erzählen. Ja? Es ist halt so. Ja? Ja. Nächster Punkt, also handeln. Das heißt, wir sollen handeln, indem wir anderen Menschen von Jesus zum Beispiel erzählen. Das ist unsere erste Aufgabe. Nicht schweigen, erzählen die Welt, wer Jesus ist. Okay? Nicht, also ich schäme mich nicht. Emmanuel? Gut. Ich weiß nicht, warum ich mich schämen soll für Jesus Christus. Ne, das ist, ich finde ganz gut, dass man so einen Freund hat wie Jesus. Ne? So, nun lernen wir wieder von Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht nur Menschen erzählt von Gott, von seinem Reich, sondern er hat auch gebetet. Ja? Es gibt eigentlich, kennt die Bibel stehen, wo Jesus Christus ganze Nächte durch gebetet hat, sagt uns Gottes Wort, ja? Ganze Nächte durch. Der suchte einsame Orte, ging auf einen Berg und hat gebetet. Und morgen früh ging er runter vom Berg und hat weiter verkündigt. Ja? Wenn wir in unser Leben gleiche Werke sehen wollen, wie Jesus gesehen hat, werden wir die Werke nicht sehen, wenn wir nicht bereit sind zu beten. Ja? Gebet. Natürlich muss man auch lernen, konzentriert zu beten, dass man wirklich Zeit für Gott nimmt, aber innerlich, die Bibel sagt auch, wir sollen alle Zeit beten. Und das ist auch möglich. Man kann innerlich beten. Ja? Das heißt, Gebet soll uns begleiten, immer. Wir sollen in diesem Bereich Jesus nachfolgen. Wir sollen unser Stil, Lebensstil, so ist, wie bei Jesus gewesen ist. Liebe anderen Menschen gegenüber. Gebet, gute Werke nicht vernachlässigen, ist auch unsere Aufgabe. Dann wird uns Jesus gebrauchen. Und dann werden wir das sehen, was Menschen in Jesus gesehen haben. Dann werden wir sein Reich begehrenswert machen. Dann werden Menschen begehren. Die werden wollen das, was wir haben. Okay? Ich finde es, wenn wir als Christen eine gesunde Familie haben, zum Beispiel, das ist ein Schauvorbild für die Welt, oder? Wenn wir als Christen, sagen wir mal viele Jahre, also ich bin jetzt mit meiner Frau schon, Ina, wie lange sind wir verheiratet? 26 Jahre verheiratet, ne? So, schon länger jetzt sogar. Aber es ist heute in der Welt, wenn du jemand sagst, wow, es ist immer weniger und das ist schön. Ich finde es gut, wir können in diesem Bereich Vorbilder sein. Wir können Vorbilder sein, indem dass wir. Wer hat noch ein Beispiel? Rehab? Hast du ein Beispiel, ein Vorbild? Welchen Bereich können wir Menschen zeigen, dass Jesus in uns lebt? In allen Bereichen, ja. Jesus kann es, hast du gut gesagt, Jesus kann es frei machen. Jesus kann es frei machen von Dingen dieser Welt. Wir können unabhängig sein. Stimmt? So. Und dann können wir, also ich erwarte das, dass wir auf die Straße irgendwann wieder gehen und Menschen gesund werden, wenn wir beten, okay? Das ist das, was mich seit vielen Jahren begleitet, wo ich so ein starkes Verlangen habe. Und ich erwarte, dass Gott Heilung schenkt. Dass die Menschen, die Not haben, wirklich Linderung erfahren durch Jesus Christus, der in uns lebt. Wir wollen nicht uns zeigen, wir wollen nicht sagen, wir sind groß, wir sind gut, sondern Jesus, der in uns ist, der ist gut. Und wenn wir diesem Jesus in unserem Leben Raum geben, ja, dann werden Wunder und Zeichen geschehen. Okay? So, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich werde nochmal beten und ich möchte, dass ihr daran euch erinnert, wie wichtig geistige Ernährung ist und dass die Bibel wirklich schmeckt und dass Bibel euch schmeckt. Und auch wenn es sauer ist, wir wissen, dass Kinder zum Beispiel, viele Kinder mögen nicht so gerne Gemüse essen. Die essen lieber Schokolade. Okay? Gemüse ist, schmeckt nicht so lecker, Schokolade ist lecker. Gemüse gesund, Schokolade ist ungesund. Okay? So.
Wenn wir aber unsere Sinne schärfen, wenn wir mehr Gemüse essen, ist das gut für unsere Gesundheit. Wenn wir mehr Schokolade essen, ist das nicht gut für unsere Gesundheit. Genauso mit Gottes Wort. Wenn einige Bibelstellen uns nicht schmecken, heißt lange nicht, dass sie nicht gut für uns sind. Gerade wenn Bibelstelle dir sagt, du sollst, wenn du jemanden verletzt hast. Ja, Bibel Jesus sagt, wenn du kommst, um Opfer zu bringen und erinnerst dich daran, dass ein Bruder gegen dich was hat, was sollst du tun? Lass das liegen, geh hin, mach Frieden, komm wieder, dann bring dein Opfer. So, das heißt, wenn wir lernen, in Vergebung zu leben, es ist nicht einfach, wobei ich damit keine großen Probleme, ehrlich gesagt, habe, aber einige Leute haben schon Schwierigkeiten mit Vergebung. Ohne Vergebung können wir nicht Beziehung zu Gott haben. Wenn zwischen mir und einer Person etwas steht, ist Verbindung zu Gott nicht möglich. Ja? Bitte? Ja, das meine ich ja gerade. Genau, wenn man zum In der Bibel sagt mir was anderes. Die Bibel sagt, ich soll zum Nächsten gehen, zu meinem, den ich verletzt habe, und mit dem Frieden schaffen. Dann kann ich zu Gott kommen. Das ist der Weg. Aber das geht nicht. Denn Gott vergibt uns, unser Vater sagt uns und vergibt. Ja, wir sollen andere vergeben, Gott wird uns so vergeben, wie wir andere vergeben. So einfach ist das. Anders geht nicht. So. Ich möchte ihn beten noch einmal, okay?